Grüß euch, Servus und Hallo bei Not Another Dope Show. Ja, heute erzähle ich mal ein bisschen was, so wie es im Gefängnis ist. Also du kommst halt in den Raum rein, wenn du da alleine drin bist, dann hörst du halt die anderen Leute draußen quatschen beim Vorbeigehen, immer ein Schlüssel klimpern, wenn der Schließer vorbeigeht an der Tür. Die haben meistens an der Hosenbund dran, hörst du es schon von Weitem kommen. Außer sie schleichen sich an, dann halten sie es natürlich zu. Blöd sind sie auch nicht. Dann hörst du draußen, die Leute schreien von Fenster zu Fenster. Und am Wochenende sind halt weniger Schließer da. Da kann man dann auch so kleine Geschäfte machen, wenn die gerade den Rundgang fertig haben. Dann baut man meistens so ein Bändchen, unten wird was rangebunden und dann pendelt vom Fenster zu Fenster. Jetzt ist es so, dass man natürlich Zeit hat. Man ist ja 23 Stunden in so einem kleinen Zimmer alleine, außer man ist in einer Mehr-Personen-Zelle. In Bayern war das so, dass zwei in einer Zelle immer bedeutet hat, eine Ein-Mann-Zelle mit einem Doppelbett drin. Und das ist wirklich schon hart auszuhalten, wenn man sich nicht ausstellen kann. Deswegen ist es in Strafhaft dann vonnöten, dass wenn man schon in so eine Zelle reingeht, sich wirklich mit demjenigen verstehen muss. Das muss schon eine richtige, wie eine Freundschaft fast sein, eine Knastfreundschaft. Ich war dann natürlich gezwungenermaßen, auch in Zweimannzellen, in Viermannzellen war ich schon gelegen und auch in einer Einmannzelle. Und das ist natürlich das Angenehmste. Allerdings, wenn da Zellenfilzung ist, und ihr findet irgendwas, dann bist du fällig, weil es kann ja nur deins gewesen sein. Bist du zu zweit in der Zelle und beide sagen, ist nicht meins, dann ist es wie draußen auch, Aussage gegen Aussage und es passiert gar nichts. Im Zweifel für den Angeklagten. Und in dem Fall war es halt so, öfter, dass wir da angesetzt haben. Angesetzt bedeutet in Bayern, dass man Hefe und ein Zuckergetränk, am besten irgendein Saft, ein Apfelsaft oder sowas hat, ein paar Liter in den Kanister rein oder in den Eimer, Hefe dazu, ein Kilo Zucker dazu, durchgerührt, abgedeckt, dann lässt man stehen, das fängt an zu gären und am besten ist, wenn man es an einem warmen Platz stellt, im Sommer so ans Fenster, dass die Sonne drauf ballert, im Winter in der Nähe von der Heizung. Dann fängt es das Gären an und es entwickelt sich Alkohol. In Bernau habe ich dann sogar noch gelernt, wenn man einen Schnaps brennt. Aber das würde ich niemandem empfehlen, das auf diese Art und Weise zu machen, weil das ist, wenn du es nicht richtig machst, dann kannst du davon blind werden. Ich persönlich habe es nur gesehen, ich habe es aber nicht gemacht. Ich war bloß dabei, aber es ist schon ja, mit Schmack. Es war ein Russe, der es gezeigt hat und gemacht hat in Bernau. Und mein lieber Scholli, hey, ich habe mich beinahe drucksoffen. So hart war der Schnaps und dem, ey. Ja, Thema Drogen im Knast. Man kriegt alles, wenn man es bezahlen kann. Und wenn einem vertraut wird. Also du darfst jetzt nicht hergehen und einfach da rumfragen, wo kriege ich was, sondern du musst die Leute ein bisschen kennenlernen. Und dann kannst du das Thema anschneiden und es geht recht schnell natürlich auch. Und dann bist du ja auch schon dabei, dass du irgendwo was bekommen kannst. Irgendwer hat immer eine Connection, wie er was aufstellen kann. In U-Haft ist nicht ganz so einfach, da wird es meistens über einen Besuch, über den Mund oder über den Körperkontakt irgendwie reingeschmuggelt und in Strafhaft sind es meistens die, die raus dürfen, irgendwie. Es gibt immer Möglichkeiten, ich gehe jetzt nicht ins Detail, wie man es in Bernau macht, weil ich möchte es den Leuten, die dort sind, echt nicht vermiesen, weil das ist das Einzige, was einen dort ein bisschen die Zeit vertreiben kann, weil das ist nur eine Verwahrung. Arbeiten, billige Arbeitskraft für Bayern oder für bayerische Firmen ein paar und ansonsten ist das nur Verwahrung. Resozialisierung sind bloß ein paar ganz wenige, die das kriegen und das sind dann eher so Kinderficker, die eigentlich im Knast eh ganz unten sind, die haben ihre eigene Abteilung oder psychisch Kranke, also richtig psychisch Kranke, die haben auch ihre eigene Abteilung und die sind dort ewig weggesperrt, weil die meistens dann im Knast doch wieder irgendwas machen und dann gibt es halt Nachschlag. Ah, da zieht's, bin gleich da. So. Naja, später dann
Seine Geschäfte macht man halt da mit diesem Gebändle da oder am Hofgang. Aber solange man 23 Stunden eingesperrt ist, ist man eigentlich der Depp vom Hausarbeiter. Diejenigen, die das Essen austeilen, ja, oder die Wäsche austeilen, wenn Duschen ist oder sowas. Weil es gibt ja nur diese Mannschaftsduschen in München. Und ja, darüber wurde es halt dann manchmal ein paar Geschäfte verteilt. Egal was. Eine Gitarre. Einer hat eine Gitarre dabei, verkauft die, weil er sich halt irgendwelche Turnschuhe kaufen will. Der nächste hat ein T-Shirt, will das haben. Ein paar sind nur auf Schub da und möchten Gold haben oder Silber und kaufen halt Ringe und Uhren. Solche Geschäfte werden halt gemacht. Und ja, so geht es dann dort drin halt auch mit dem Arsch. Ist scheiße teuer. Und wenn man dann später in Strafhaft ist, wird es ein bisschen günstiger. Dann lernt man sich ja auch ein bisschen besser kennen über die Jahre. Und dann gibt man auch Arbeiten. Und wenn man beim Arbeiten ist, dann hat man auch einen langen Weg dorthin. Den geht man alleine durch so einen langen Flur. Und trifft halt die anderen aus den anderen Häusern. Also man ist vermischt, mit dem ganzen Knast ist vermischt mit den Leuten. Und da macht man halt dann auch seine Geschäfte. Die haben natürlich auch jetzt reagiert, kurz bevor ich da rausgekommen bin, haben die angefangen, die Häuser, den Hofgang zu trennen, damit man da nicht mehr zusammenkommen und nicht mehr so große Geschäfte allein machen kann, weil das war halt eine Zeit, wo ganz viele BTM-Täter, sage ich jetzt einmal, eingesperrt worden sind. Also jeder, der irgendwie ein bisschen mehr da gemacht hat oder Bewährungswiderrufe gehabt hat, so wie es bei mir passiert ist, der ist halt dann, wie soll ich sagen, ja, ist halt da im Knast gewesen. Ja, da war ein ganzer Haufen. Und in Bernau war es schon auch so, da war es ganz schön in russischer Hand. Die haben es halt richtig gut organisiert gehabt. Da, wenn einer eingesperrt worden ist, der aus Russland kam, der war halt sofort versorgt. Dafür aber hat er später, wenn er arbeiten hat dürfen, einen Teil von seinem Zeug auch mit abgeben müssen wieder, damit halt die Nächsten, die reinkommen, solidarisch versorgt werden können. Das ist ein richtig geiles System. Bei den Deutschen ist das nicht so. Die sind halt gierig, gierig, raff, raff, raff. Meins, meins, meins. Nur ich. Wenn du Glück hast und du lernst deinen kennen, der ein bisschen netter ist, dann kann das schon passieren, dass da auch immer so, ich gebe dir heute was und du gibst mir morgen was. Aber meistens ist es halt schon so, dass es nur gegen Tauschmaterial, was gibt. Günstige Tattoos kann man sich machen lassen. Ja, das hat mich gekostet, zwei Tabak und einen Kaffee. Das haben wir nach der Überdosis, versuchten Überdosis gemacht. Ja, jetzt ist es aber so, dass ich damals echt ein ganzes Paket bekommen habe. Also nachdem sie mich da eingesperrt haben für 3 Jahre, weil ich, was habe ich da? Einen 17-Jährigen habe ich ein bisschen Hasch verkauft. Zu seinem 18. Geburtstag sollte das sein. Und er hat es weiterverkauft und ist erwischt worden und dann ist er gleich mich verpfiffen. Naja, und sie hat dann eingesperrt. Erstmal haben sie wieder rauslassen. In U-Haft musste ich nicht, weil man sieht es dem gar nicht an. Also hat er es ihm nicht angesehen. Er hat einen Bart gehabt, lange Haare, Mettler, Kutte und durch das Bart und so hat man das Alter überhaupt nicht mehr feststellen können. Fakt ist, der hat mich verpfiffen, ist heulend bei der Polizei gesessen. Ja, das ist der. Und die haben halt nichts Besseres gehabt, als mich gleich in der Arbeit abzuholen und bei mir Hausdurchsuchung zu machen. Scheiße gelaufen. Und dafür habe ich dann erstmal 3 Jahre gefangen ohne Bewährung. Ich bin in Berufung gegangen, die haben das bestätigt und danach bin ich in Revision gegangen, obwohl jeder gesagt hat, nee, niemals schaffst du das. Hat das Revisionsgericht gesagt, doch, das verhandelt jetzt noch einmal, weil ihr wisst ja gar nicht, wie gut das Zeug war, was der da verkauft hat. Wir wissen ja gar nicht, ob das geringe oder nicht geringe Menge ist. Also ein bisschen langsam mit die Pferde. Und tatsächlich haben sie mir 1 Jahr erlassen. Ich habe dann 2 Jahre ohne Bewährung gekriegt. Aber sie meinten, deswegen kann ich trotzdem das vergessen, auf Therapie zu gehen. Ich war zu diesem Zeitpunkt gerade auf meiner zweiten Therapie in Friedberg in Hessen. Das ist in der Nähe von Frankfurt am Main. Und dachte mir, naja gut, gehst du dahin, ist ja nicht schlecht. Und die machen, haben jetzt so strenge Regeln wie die anderen Spinner da in Daytop. War damals mein Gedankengang. Also ist heute, denke ich, anders drüber, aber damals dachte ich so. Und dann dachte ich mir, naja gut, hey, in Friedberg machst du die Therapie. Und in der Zeit habe ich da die Revision eingelegt gehabt.
Und der Staatsanwalt hat halt gemeint, nee, wenn du meinst, du machst jetzt hier Therapie, damit du wieder rauskommst und dann gleich weitermachen kannst, das kannst du vergessen. Du musst rein. Ich werde auch deine Bewertungen alle widerrufen und dann kannst du ja erstmal alles absitzen und danach dann Therapie machen, wenn es da wirklich dran liegt. Könntest du euch ja vorstellen, wie man sich dann da fühlt, oder? Bist auf Therapie, auf dem besten Wege gerade. Ja, und dann kriegst du so einen Hammer von der Staatsanwaltschaft. Damals Oberstaatsanwaltschaft in München. Ich glaube, der lebt schon nicht mehr so krank, wie der Mann war. Ja, weil der Fakt ist, er hat mir halt echt einen Hammer mitgegeben. Und mich hat das so zurückgeworfen, dass ich erst einmal ein paar Runden in Frankfurt am Main gedreht habe. Und ehrlich, Leute, hey, ich habe noch nie eine Drogenszene erlebt wie die in Frankfurt. Da geht es ganz anders ab, hey. Erstens mal ist das Zeug härter. Dann sind die Dealer skrupelloser, dann kriegst du es an jeder Ecke und ja, es ist schon hart, wie die da abgehen. Also ich war froh, dass ich da wieder weg war. Ich bin dann zurück nach Bayern und war da eine Zeit lang halt da in der Nähe von München, Seefeld-Hechendorf, am Ammersee in der Nähe, hab da gelebt und die haben mich dort erstmal untergebracht, weil ich obdachlos war. Kurz danach war ich dann wieder in Arbeit und kaum war ich wieder in Arbeit, war ich schon wieder rückfällig. Das war halt überhaupt nicht witzig. Also man macht in Bayern zu wenig für Süchtige oder hat gemacht. Ich weiß nicht, wie es heute ist, aber damals war es wirklich. Also da gab es dann die Controps, denen ich wirklich heute nur dankbar bin. Die sind dann haben dann einen Mitarbeiter. Ich habe da einen Wechsel mitgemacht zweimal und dann hatte ich einen, der mich da, der mir mal Spritzen gebracht hat, saubere und Tupfer und so, weil ich habe mir ja nichts mehr leisten können. Ich war echt ganz unten und dann halt immer auch Gespräche und der war dann auch bereit, mit mir nach Friedberg zum Fahren. Ich war wirklich so weit her. Und da hat mich auch dahin gefahren und dann war ich dort und es war alles super. Und dann kommt dieser geschissene Bewährungswiderruf und dieses Gespräch oder dieser Schrieb, wo da drin stand, Edge, du gehst in den Knast, Freundchen. Ich habe niemandem was getan. Auch, okay, ja, der war 17, aber der halt ist in seinem 18. Geburtstag, wollte da halt was kiffen. Jetzt sagen wir mal ehrlich, ey. Was macht denn der eine Tag aus? Nix, oder? Aber der Hamperer lügt dann auch noch vor Gericht und behauptet, ich hätte vorher schon gewusst, wie alt er ist. Das stimmt schon. Bevor ich es verkauft habe, habe ich ja gewusst, da ist dein Geburtstag und für da ist das. Aber er hat so dargestellt, das hätte ich schon länger gewusst. Ey, wisst ihr, was das für ein Gefühl ist, wenn der Richter sagt, 3 Jahre ohne Bewährung? Du musst wissen, wenn man 2 Jahre ohne Bewährung hat, kannst du das auf Paragraph 35 und 36 Therapie statt Strafe aussetzen lassen und dann außerdem noch die Zeit bis zu 2/3 deiner Strafe anrechnen lassen. Das geht aber nur, wenn du die 2 Jahre hast. Sie wollten aber unbedingt, dass ich in Haft gehe. Das haben sie dann am Ende auch geschafft. Ich war ja ein Jahr in Bernau und habe mich dort dann mit Schriftwechseln ja, wieder rausgeholt aus dem Ganzen. Ich selber, wenn mein Anwalt mir geraten hat, erst mal 2 Jahre abzusitzen und danach 1/3. Der hat vielleicht blöd geschaut, als ich dann plötzlich in meiner dritten Therapiestelle in Pichl war. Das Schloss Pichl ist von der Firma Controps eben damals eine Therapiestelle gewesen. Die gibt es leider nicht mehr. Aber die war unglaublich schön da. Das hat mir auch sehr viel gebracht. Aber ich hatte schon ein extremes Setting von dem ganzen therapeutischen Umfeld und so. Ich wusste, wie man halt jemanden einen Konflikt macht, wie man mit jemandem Streit löst. Das kann ich auch heute noch sehr gut. Also wenn einer mit mir echt Streit hat, dann versuche ich das zu lösen auf mehrere Ebenen und wenn das nicht funktioniert, dann lassen wir es einfach so stehen. Ich kann das. Ich kann ohne Hass einen Streit beenden. Auch wenn es die anderen meistens nicht können, aber ich kann es. Ja, und dann ist es halt so, ich war bloß 4 Wochen dann in Pichl. Von Pichl bin ich dann nach Berlin gekommen, habe mir hier eine Nachsorge gesucht in der Frankfurter Allee bei Notrax. Ich glaube, die gibt es auch heute noch. Die haben dort eine Entgiftungsstation für Leute, die entgiften wollen. Die haben dort eine Warteposition, wo man warten kann, bis man auf Therapie kommt. Und die haben für Leute, die von der Therapie kommen, eine Nachsorge, betreutes Wohnen. Und ja, da war ich dann bis zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und von dort aus bin ich dann zu meiner Partnerin gezogen, bei der ich heute noch lebe. Aber jetzt kommt der Fun-Moment, wieso ich so Gas gegeben habe, als ich in Bernau war und unbedingt raus wollte, was das für ein Erlebnis war.
außer das mit der Überdosis und ich entschieden habe, ja, ich möchte weiterleben. Das Ding ist, als kleiner Junge habe ich mal einen Comic gelesen, da ging es um die Sonne im Finsternis. Und ich sitze da in Bernau drin und die Sonne im Finsternis nähert sich und ich habe keine Chance, mir das anzuschauen. Ey, alle sind sie irgendwie aufgeregt, jeder möchte das erleben. Und just in dem Augenblick, wo die Sonne im Finsternis ist, war bei uns das Einrücken in die Firma. Das bedeutet von der Mittagspause zurück zu der Arbeitsstelle. Wir standen halt da in die Fenster, die Beamten haben sich plötzlich verpisst, die sind in den Aufzug rein und rausgefahren. Ich war Vorarbeiter, ich stehe ganz alleine da und bin mit der ganzen Abteilung plötzlich, hätte ich die Verantwortung für alle, gesagt, ey, fickt euch. Bin auch zum Fenster hin und habe halt auch versucht, das ein bisschen anzuschauen. Und dann dachte ich mir, hey, da erlebst du etwas, das ist nur einmal in deinem Leben. Nur einmal hast du die Chance, das zu erleben, hey. Und dann hockst du in diesem Drecksloch drin, weil halt du in einem Land lebst, in dem man sich zwar totsaufen darf, aber kein Hasch rauchen. Das hat nicht gepasst in meinem Schädel. Ich habe halt da so rumgeschaut, da waren halt Einbrecher, Räuber, Schläger, Totschläger, Pyromane, also Leute, die zündeln, alles. Und ein paar Giftler, das heißt, die wegen BTM Betäubungsmitteltäter da sind, also die wegen dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. In irgendeiner Art und Weise. Eigentlich ist in meinen Augen Betäubungsmittelverstoß nichts anderes als Steuerverstoß. Man soll halt keine Steuern weiter, was man da macht, aber man macht nichts Schlimmes, weil jeder, der sich was kaufen möchte, sich selbst entschieden hat, das zu kaufen. Geht keiner her und macht einen süchtig, so wie es immer in den Zeitschriften drin gestanden ist. Das kannst du vergessen. Stell dir vor, du bist in der Disco und einer piekst dich wirklich mit der Heroinspritze. Weißt du, was dir da passiert? Du fällst sofort um, weil du überhaupt keine Ahnung hast, was da mit dir abgeht. Wenn man das jetzt freiwillig macht, ist es nicht schön. Punkt. Wenn man es freiwillig macht und es gefällt einem, ist man auch nicht sofort süchtig. Man wird erst süchtig, weil man es immer wieder macht. Es ist etwas Schönes. Es ist das Belohnungszentrum im Kopf, was genauso wie beim sexuellen Orgasmus ist. Der gefällt einem ja auch und deswegen möchte man es immer wieder machen. Und der Drang, das immer wieder machen zu wollen, ist sogar vergleichbar damit. Das Blöde an der Geschichte ist nur, bei manchen Substanzen ist die Wirkung nach der Wirkung, also die abtönende Wirkung, das Nachlassen des Schönen, so hart, dass man es wieder macht. Und zwar sofort wieder. Das ist bei Crack der Fall. Da schaffst du es einfach nicht, einfach so aufzuhören. Wenn du das Crackpfeife raus, nach dem ersten Hit, hast du extremstes Verlangen, einen zweiten, nach 15 Minuten schon. Ich habe Leute gesehen, die haben, weiß ich nicht, ihr ganzes Bankkonto leergeräumt. Danach haben sie ihre ganzen Wertsachen verkauft. Fernseher, Stereoanlage, damals waren es halt nur Stereoanlagen, Kassettenrekorder und sowas. Ja, die ganzen Klamotten, den ganzen Schmuck, alles war weg. Wegen einer einzigen Nacht. Und danach auf dem Abturn, dann ist auch noch so ein Arschloch-Dealer da, der dann erzählt, hey, oder wenn du jetzt noch Heroin nimmst, dann ist das nicht so hardcore, dann kannst du schlafen. Und nach dem Schlafen ist es dann wieder okay, wenn man es nur so als Session macht. Wenn man abhängig ist, ist das vorbei. Die Leute, die sind total verrückt, sie werden paranoid. Das ist ähnlich wie mit dem Crystal-Zeug da. Wenn die tagelang nicht schlafen, dann sind sie genauso drauf. Nur ist es, kann man die Notbremse noch ziehen? Beim Crystal weiß ich es nicht, ich kenne mich damit nicht aus, habe ich nie ausprobiert. Aber beim Crack kann ich euch sagen, hey, dass es echt hart war. Und ich wäre wahrscheinlich nicht davon losgekommen, wenn ich nicht der Junkie geworden wäre. Was es nicht entschuldigen soll und auch nicht schönreden. Das ist nicht toll, weder Therapie zu machen, noch irgendwie auf irgendwelche Substanzen abhängig zu sein. Ich kann es verstehen, man sagt, hey, ich gehe auf eine Party, möchte einen Joint rauchen, einen Trip schmeißen, Ecstasy. Kann ich alles nachvollziehen. Beim Heroin hört's auf. Das ist etwas, das ist mörderisch. Beim wahrsten Sinne des Wortes. Und das fängt schon an bei Hustentabletten mit Codein drin oder mit Schmerztabletten mit Codein. Wenn man die sammelt oder zerstoßen, schnupft, dann ist es halt auch ähnlich. Und das ist schon der erste Weg dorthin. Finger weg von dem braunen Zeug und vom weißen auch. Alles, was Pulver ist, solltet ihr nicht nehmen. Oder dreimal hinterfragen. Das hat sogar mal dieser damalige Polizist erzählt, der, ich glaube, in Hessen durch die Schulen gegangen ist und den Kindern dort Drogen gezeigt hat und gewarnt hat. Ich glaube, sogar der hat auch gesagt, Finger weg vom Pulver.
Und damit hat er damals auch schon recht gehabt und damit hat er auch heute noch recht. Finger weg vom Pulver, das ist mörderisch. Aber da kommst du nicht einfach so von alleine hin. Ich kenne niemanden, der gesagt hat, hey, ich möchte Heroin ausprobieren, yippie. Aber ich kenne sehr viele, die gesagt haben, sie möchten Hasch ausprobieren oder Gras, Cannabis. Klar, weil wenn man das nicht gewohnt ist, das ist recht lustig. Wenn man in einer Runde sitzt mit Leuten, die alle noch nie was geraucht haben und die rauchen aber beim ersten Mal was, das ist eine Party, hey, das vergisst du dein ganzes Leben nicht. Und das ist auch der Grund, warum man es immer wieder macht, weil es eine tolle Party ist. Wenn der chronische Konsum dazu kommt, da spricht man dann von der Sucht, das tägliche, dann ändert sich die Wirkung. Man lacht nicht mehr, man feiert nicht mehr ab, sondern man ist halt einfach ein bisschen ruhiger drauf, cooler drauf. Da fängt man dann auch an nachzudenken, zu träumen, kreativ zu werden. Das sind dann die Phasen, wo auch eine medizinische Wirkung einsetzt. Das ist aber nur bei einem medizinisch indizierten Fall notwendig. Das heißt, wenn ein Arzt sagt, ja, okay, du hast eine bestimmte Krankheit X, dir hilft Cannabis oder die und die Sorte, dann ist das legitim. Ansonsten vielleicht höchstens alle 4 Wochen mal ein Joint oder mal bei einer Party oder sowas. Also ganz selten, wie man halt das mit dem Alkohol auch machen sollte. Kein Feierabendbierchen. Jeden Tag, wenn man das macht, abhängig. Bei den Zigaretten ist es halt schon so, dass das halt sehr schnell abhängig macht, ohne dass man sogar noch eine tolle Wirkung dabei hat. Und ich mich ganz ehrlich frage, wieso ich mit diesem Scheißtrick angefangen habe. Ich kann es nicht verstehen. Ich war damals 16 Jahre alt, habe meine erste Zigarette geraucht, bewusst auf Lunge und da ist mir gleich so schlecht geworden, dass alles spät ist. Aber ich wollte cool sein, ich halte das aus. Ja, und als ich das dann ausgehalten habe, hatte ich dann auch ein Verlangen danach. Ich habe mich totgehustet und es hat ekelhaft geschmeckt und bis ich geschaut habe, war ich ein Raucher. Das ist ein Automatismus gewesen, den habe ich erst vor, ich weiß nicht, 6, 7, 8 Jahre losgekriegt mit einem Hilfsmittel von einer Firma, die so Nikotin-Inhaler macht, ohne Dampf, ohne Erhitzung und das hat mich wirklich von Nikotin weggebracht. Ich war dann weg davon. Und das war überhaupt nicht schwer. Allerdings war es sehr schwer, die Versuche davor ohne Hilfsmittel. Das ist bei Heroin ganz anders. 3 Tage, dann ist es raus, dann brauchst du psychische Beratung, also da musst du eine Therapie greifen, aber erstmal muss man halt entgiften, klar. Und ich denke mal, bei Cannabis könnte man es einfach so von alleine schaffen. Da braucht nur einer Hilfe, der wirklich so extrem da drin war und vorher keine Bremse geklappt hat. Und die kriegt er deswegen nicht, die Bremse, weil er kann er sich gar keine Hilfe holen, ist ja illegal. Da beißt sich irgendwie das ein Schwanz. He? So, jetzt wollen wir nichts mehr. Ey. Ich hoffe, ich kriege aus dem ganzen Chaos was zusammengeschnitten. Happy 420.